Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis, herzlich willkommen zur Samstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Servus André und hallo, liebe Stammis. Wir haben tatsächlich am späten Abend noch relativ viel Bewegung in diese Stammplatz-Folge bekommen, würde ich sagen. Ja, das war alles ein bisschen anders geplant und jetzt haben wir aber brandheiße News. Ich glaube, viel besser kann man gar nicht in den Samstagmorgen starten, oder? Richtig, der HSV hat gewonnen. Damit fangen wir an. Wir wissen, wir haben noch ein anderes dickes Thema, aber damit fangen wir natürlich an. Aktueller Fußball, die zweite Liga ist endlich wieder gestartet. Steffen Baumgart gewinnt bei seinem Ex-Club und wir hören rein beim Köln-Reporter Mirko Frank. Ja, Abpfiff in Müngersdorf und der FC macht da weiter, wo er am 18. Mai beim Abstiegsspiel in Heidenheim aufgehört hat. Er verliert. Das hatten sich in Köln sicher ganz, ganz anders vorgestellt. Es ist auch relativ still jetzt hier direkt nach dem Abpfiff in Müngersdorf. Der FC vergeigt den Ligaauftakt gegen den HSV und Steffen Baumgart verliert 1:2. Am Ende war es dann doch nur für den Ex-Coach ein Spektakel. Natürlich war die Baumgart-Rückkehr das große Thema vorm Spiel. In der 6. Minute gab es dann ein neues großes Thema, nämlich den dicken Patzer von Köln-Keeper Jonas Urbich, der eine Flanke durch die Hände flutschen ließ. Der Patzer führte dann zum 0:1 durch Königsdörfer, ausgerechnet Urbich. Der FC hat ihm im Sommer zur neuen Nummer 1 gemacht und dann dieses Ding im ersten Spiel nach so kurzer Zeit schon. Der HSV-Notstürmer legte dann auch noch zum 2:0 nach. Wer hätte das vorm Spiel gedacht? Denn Baumgart hatte ja große Verletzungssorgen im Sturm. Topknipser Klatzel war gar nicht dabei. Neuzugang und Ex-Kölner Selke kam erst in der Nachspielzeit. Köln rannte in der zweiten Halbzeit permanent an. Hamburg nur noch hinten drin. Wurde aus FC-Sicht zwar belohnt mit dem 1:2 durch Maina in der 78. Minute. Aber Köln rannte dann noch wilder an. Am Ende reichte es trotz 26:9 Torschüssen trotzdem nicht zum Ausgleich. Lag wohl auch daran, dass nur 4 Schüsse direkt aufs Hamburger Tor gingen. Hamburg rettete das Ding am Ende mit viel Dusel über die Zeit und räumt nach 6 vergeblichen Anläufen endlich vom Aufstieg. Köln und vor allem auch Keeper Urbich müssten den Fehlstart dagegen erstmal verdauen. Und Baumgart, ja, der hat es tatsächlich geschafft, seinen FC im eigenen Stadion zu schlagen. Die ganze Familie war da, Frau Katja, Tochter Emilia. Und was auffällig war, Baumgart hat dann nach dem Abpfiff gar nicht groß gejubelt, nur seine Kappe gezogen und ist andächtig aufs Spielfeld gegangen. Ich glaube, auch er muss diesen emotionalen erstmal tief sacken lassen. Ja, Flo, für Baumgart sicherlich ein ganz besonderes Spiel und dann auch noch gewonnen. Genau, also da braucht mir keiner was vormachen, dass das in irgendeiner Art und Weise gespielt wäre. Das ist ein Vollprofi, aber das sind Emotionen. Das ist ja auch alles noch nicht lange her. Wir reden hier nicht über eine Rückkehr nach 5 Jahren, sondern nach sehr, sehr kurzer Zeit. Man muss ehrlicherweise sagen, der HSV hat da auch ganz schön Glück gehabt. Das wird jetzt niemanden mehr interessieren in Hamburg. Aber Expected Goals waren sogar ganz, ganz deutlich für Köln. 3,3 zu 1,9. Was bei mir ein bisschen hängen geblieben ist, ist der Patzer des jungen Urbix. Ich hoffe, der hat ein gutes Umfeld, was ihn da vernünftig auffängt. Im Mannschaftskreis, vielleicht auch im privaten Umfeld, weil das hat einem schon sehr, sehr leid getan. Ging dir auch so, oder? Ja, ich meine, der hat natürlich ein überragendes Zweitliga-Jahr in der vergangenen Saison gerade gespielt. Gerade aber deshalb, ne? Der wird das schon wieder hinkriegen. Das ist ein guter Mann, da mache ich mir keine Sorgen. Ich finde ganz interessant, Simon Terodde mit seinem Debüt, ne, als TV-Experte hat vor dem Spiel gesagt, und das ist mir so ein bisschen im Kopf geblieben, als er darauf angesprochen wurde, Köln, steigen die nicht auf, was meinst du? Ja, du musst einer Mannschaft, die die ganze Zeit verloren hat, erstmal einimpfen können, dass sie jetzt die ganze Zeit gewinnen muss. Ja, das ist natürlich so eine Winning-Mentality, wie der Amerikaner sagen würde, die haben die gar nicht mehr. Ne? Die haben nur noch das Gefühl zu verlieren. Darum finde ich unterm Strich, wenn man überlegt, was wir, auch ich, hier alles schwarz an die Wand gemalt haben, was Köln angeht, ne? Transfersperre, Abstieg, dafür haben die jetzt einen sehr, sehr guten Auftakt gemacht, den die mit ein bisschen Glück auch einen Punkt holen können oder sogar gewinnen können, ist das alles viel, viel besser, als man erwartet hätte. Und von daher bin ich dem auch positiv gegenüber eingestellt, was beim FC jetzt passiert. Ich glaube, klingt jetzt doof, weil es so eine Auftaktniederlage in so einem hochgejazzten Spiel war, weil es einfach ein geiles Duell von zwei Traditionsclubs war. Aber ich glaube, unterm Strich können die da eine ganze Menge Positives mit rausnehmen. Und wer so knapp gegen den HSV, der mit Sicherheit einen der besten Kader der Liga hat, verliert mit viel Pech, dem ist eine Menge zuzutrauen. Und ich glaube, das sollten die FC-Fans jetzt einfach mitnehmen. Wir sind gespannt. Gibt noch viel mehr Spiele an diesem Spieltag in Liga 2. Da reden wir dann am Montagmorgen in der Montagsfolge drüber.
Jetzt kommen wir natürlich zu der Hammermeldung von gestern Abend. Der BVB ist ein Stürmer los. Und zwar nicht vielleicht wie gewünscht, so Alea oder Moukoko. Nee, es ist tatsächlich Niklas Füllkrug. 30 Millionen Ablöse. Wir hören rein bei unserem BVB-Reporter Sebastian Kurzberger. Paukenschlag beim BVB. Niklas Füllkrug wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Er wechselt auf die Insel zu England-Club West Ham United. 26 Millionen feste Ablöse plus 4 Millionen an Bonuszahlungen überweisen die Londoner an den BVB. Ein spektakulärer Wechsel, aber man konnte es auch ein bisschen vorhersehen. Denn nachdem der BVB Serhou Guirassy in diesem Sommer verpflichtet hat für 18 Millionen aus Stuttgart, war klar, dass Niklas Füllkrug sich Gedanken machen wird, wie es für ihn weitergeht. Es war klar mit der Verpflichtung, dass er nicht mehr der Stürmer Nummer 1 ist, sondern die Bosse eher auf Guirassy setzen. Dadurch ist so ein kleiner Bruch entstanden zwischen ihm und der Vereinsführung. Und ja, da kam das Angebot aus England natürlich zur rechten Zeit. Er unterschreibt dort einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres. Und ja, er braucht Spielpraxis, um beim DFB zu bleiben. Schade für den Verein. Dortmund hätte Füllkrug gerne gehalten. Aber wenn man 30 Millionen bekommt für einen 31 Jahre alten Spieler, dann muss man da auch zuschlagen. Und Füllkrug wollte auch diese Luftveränderung. Ja, Dortmund wird jetzt auf jeden Fall nochmal nachlegen müssen und sich noch einen weiteren Stürmer kaufen. Denn Sebastian Haller und Youssoufa Moukoko haben beim BVB keine Perspektive mehr. Ganz sicher wird es weiter spannend bleiben hier im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz. Ja, Flo, das Erste, was mir zu dem Deal einfällt, 30 Millionen Euro für Niklas Füllkrug, der jetzt ja auch nicht mehr Mitte 20 ist, das schmeckt richtig. Das schmeckt richtig gut. Man muss immer sich vor Augen führen, dass sie 2023 17 Millionen an Werder für ihn bezahlt haben, also jetzt 13 Millionen mehr dafür bekommen haben. Da muss man auch sagen, der ist richtiger Nummer 1 Stürmer in der Nationalmannschaft geworden. Der hat seinen Marktwert schon gesteigert. Ja, aber die haben auch 12 Millionen mehr für Füllkrug bekommen, als sie für Guirassy bezahlt haben. Die haben genau, Plus gemacht da. Zumindest Ablöse, genau. Also das ist für den BVB war das ein absoluter No-Brainer. Aus Füllkrugs Sicht muss ich sagen, verstehe ich das auch total. Und wir beide haben das hier auch schon mal thematisiert. Das ist am Anfang, als Guirassy verpflichtet worden ist, ist ja so ein bisschen kolportiert worden aus verschiedenen Richtungen. Nee, der Füllkrug, der braucht auch die Konkurrenz und der freut sich darauf. Das habe ich damals schon nicht geglaubt. Und von daher kann ich da auch Füllkrug total verstehen und Bruch mit den Bossen. Ja, von mir aus, was da vielleicht nicht ganz sauber gelaufen ist, im Endeffekt ist das für alle Seiten eine richtig gute Entscheidung. Der BVB macht Kasse, hat jetzt noch ein bisschen mehr in der Transferkasse, als er vorher hatte. Und Füllkrug hat die Möglichkeit zu spielen. Was ich noch nicht hundertprozentig sehe, ist, natürlich passt der als Typ total nach England. Der wird bei den Fans gut ankommen. Das ist einfach super für die Premier League. Ist aber auch nur West Ham, ne? Ist A nur West Ham und B wissen wir, selbst bei Clubs wie A nur West Ham, muss man sagen, die haben oft tiefe Kader. Da kann es auch mal passieren, wenn du dann doch irgendwie nicht zurechtkommst, hast die ersten 2-3 Spiele unglückliche Auftritte, da wird schnell gepfiffen, dann sitzt du da auch nur. Das würde ihm dann natürlich versüßt werden mit 3 Millionen netto, wenn es denn soweit kommt. Ich will den Teufel da nicht an die Wand malen. Alles gut, aber das muss man auch sehen. Generell, glaube ich, können wir sagen, für alle und auch für die deutsche Nationalmannschaft im Übrigen, weil die Chancen, dass er regelmäßig spielt, jetzt doch höher sind als in Dortmund mit dem Top-Transfer Guirassy. Für alle, für Dortmund, für die Nationalmannschaft und für Füllkrug und seine Familie und die finanzielle Sicherheit absolut ein Gewinner-Move. Hast du schon mal über die Kosten von Zahnarztbesuchen nachgedacht? Die können ja echt ins Geld gehen. Aber keine Sorge, MaxCare ist die perfekte Verteidigung für dein Portemonnaie und übernimmt bis zu 100% der Kosten für Zahnbehandlungen, Zahnersatz und sogar für Kieferorthopädie. Und das ist noch nicht alles. Du kannst auch bis zu 200 Euro im Jahr für Prophylaxeleistungen erhalten. MaxCare ist wiederholter Champion unter den Zahnzusatzversicherungen mit einer herausragenden Bewertung von sehr gut von Stiftung Warentest für den Tarif MaxCare Zahngesund exklusiv. Also, worauf wartest du noch? Schließe jetzt ganz einfach schnell online oder telefonisch ab. MaxCare. Maximaler Schutz für dein gesundes Lächeln. Die Frage ist, was macht jetzt der BVB? Die müssen ja noch einen holen. Was macht der BVB jetzt? Ja, es wird spannend sein. Kusi hat es gesagt, sie werden noch einen holen. Mein erster Gedanke war, bleiben jetzt Haller oder Moukoko, einer von beiden doch. Sagt Kusi ja gleich nein. Sagt Kusi, wird nicht passieren, also beide weg und dann muss ein klarer Nummer 2 Stürmer kommen. In Stuttgart hat man keinen mehr, ich habe gerade mal geguckt, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
das Niveau, das ist natürlich schwierig bei Dortmund. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass sie da auf ein junges Talent setzen, was man noch bekommt, der vielleicht Anfang 20 ist, noch nicht Mitte 20, zwischen Anfang 20 und Mitte 20, der damit zufrieden ist, vielleicht nur 10 bis maximal 15 Spiele von Anfang an zu machen und sonst nur als Joker-Einsätze zu bekommen. So ein Jonathan Burkhardt von Mainz zum Beispiel. Das wäre eine Hausnummer, wo ich sagen könnte, das würde sogar sehr gut passen, auch nicht allzu teuer. Ich glaube, du wirst halt niemanden vom internationalen Format kriegen, weil das war Füllkrug. Für alle die ist die Rolle hinter Gyökeres nicht gut genug. Aber zu blutjung, also so ein 17-, 18-Jähriger, der noch nie Erstliga-Erfahrung hat, darf es auch nicht sein, weil wenn Gyökeres verletzt ist und wir haben gesehen, das kann passieren, dann muss der halt auch spielen. Also das wird keine ganz einfache Aufgabe. Das Positive ist, die Transferkasse ist für diese nicht ganz einfache Aufgabe jetzt auch etwas mehr gefüllt. Schauen wir uns an. Wird spannend sein in den nächsten Tagen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wir machen weiter mit der nächsten Truppe, die im Trainingslager war. Und da geht es um Eintracht Frankfurt. Darian Leicher, vor kurzem noch bei uns in Berlin im Newsroom gesessen und gearbeitet, jetzt mittlerweile Eintracht-Reporter. Der hat eine Sprachnachricht geschickt. Wir hören da mal rein. Der hat so ein kleines Roundup gemacht. Wie war das denn so in den USA mit der Eintracht? Hallo André, ich grüße aus New York, stehe gerade hier am Times Square. Hier ist es wuselig wie eh und je. Warum bin ich hier? Meine Kollegin und ich, Ulrika Sickenberger, wir waren mit der Eintracht unterwegs in den letzten Tagen. Die waren nämlich auf USA-Reise und man muss sagen, die haben ein richtig gutes Trainingslager hier hinter sich. Eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial. Wenn man sich mal den Kader anschaut, da sind Leihrückkehrer wie Igor Matanovic, wie Nathaniel Brown, die jetzt endlich richtig durchstarten können und absolut überzeugt haben. Plus, du hast Hugo Ekitike, der jetzt endlich eine lange Vorbereitung mit der Eintracht machen kann und dementsprechend wahrscheinlich nächste Saison noch stärker sein wird. Du hast Neuzugänge wie Christensen, der ebenfalls sofort eingeschlagen hat mit seiner Physis. Also man muss sagen, Dino Topmöller hat einen Top-Kader, der bislang noch verletzungsfrei ist. Und dementsprechend sollte man diese Mannschaft auf jeden Fall auf dem Kicker haben für die nächste Saison. Ja, Flo, das Problem, was ich so ein bisschen bei der Eintracht sehe, ist, Dino Topmöller hatte auch letzte Saison schon guten Kader. Also erstmal muss ich sagen, aus dem Sport-Newsroom hier direkt an Times Square nach Midtown Manhattan, das schafft nur Darian Leicher, der passt da aber auch sehr gut hin. Also ein sehr gut aussehender junger Mann und er und New York, das passt. Meistgegoogelter Name ab jetzt. Jetzt meistgegoogelter Name, stell dein Instagram-Profil lieber auf privat, lieber Darian. Aber der hat sich das verdient, der hat einen super Job gemacht hier bei uns. Darum darf er jetzt auch in die große, weite Welt. Ja, ich glaube so ein bisschen, dass er im ersten Jahr ein bisschen eine Schonzeit hatte, Dino Topmöller. Und dass man möglicherweise mit ihm auch nicht so kritisch umgegangen ist, wie er es verdient gehabt hätte. Die Fans sind es übrigens. Die Fans, ich wollte es gerade sagen, intern, clubintern. Also ich glaube, wäre er nicht in seinem ersten Jahr da gewesen, sondern schon sein zweites oder drittes Jahr, dann hätte das auch die Jobsicherheit ganz massiv gefährdet, die Diskrepanz zwischen Leistung und Wertigkeit des Kaders. Darum bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was die Eintracht macht. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine Mannschaft vielleicht ein Jahr braucht, um sich an einen Trainer zu gewöhnen. Und ich sage mal, Dino Topmöller hat ja auch bei absoluten Top-Clubs als zweiter Mann gearbeitet. Also ich würde überhaupt nicht ausschließen, dass der das Zeug dazu hat. Nur jetzt muss er es beweisen. Ich glaube, wenn das weiter so holprig geht und da irgendwie einstelliger Tabellenplatz da ist, aber kein richtiger Kontakt zur Spitze, also zur erweiterten Spitze, dann könnte ich mir vorstellen, dass das zum Jahresende hin auch eng werden könnte. Und glaubst du, die müssen die Champions League angreifen? Nee, ich glaube nicht, dass sie die Champions League angreifen müssen. Ich glaube aber, sie müssen die Schlagdistanz dazu haben. Also jetzt keine 12 Punkte, 15 Punkte Rückstand auf dem Champions League Platz, sondern immer so diese 6 Punkte zurück, vielleicht mal 9 Punkte zurück, aber das sollte es auch einfach sein. Siehst du das anders? Siehst du sie weiter oben? Also Darian hat schon geschwärmt. Ne? Ich habe mit ihm hinterher noch ein bisschen gesprochen und da hat er mir auch erzählt, dass die zum Beispiel auch geile Teambuilding-Maßnahmen gemacht haben. Die sind von der USA, also mit dem Bus an die Grenze gefahren Richtung Mexiko und dann haben die Mannschaft darüber laufen lassen, über die Grenze. So. Also total interessant, was die sich ausdenken. Er sagt, der Matanovic hat richtig eingeschlagen in der Vorbereitung. Das heißt möglicherweise sogar eine Doppelspitze, noch ein bisschen offensiver. Und ich glaube, das braucht Topmöller auch. Also ich glaube nicht, dass der weiter diesen langweiligen Verwaltungsfußball spielen kann. Nur du siehst ja, Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, die sind so ganz safe davor. Ja. So, und darum glaube ich, wenn du da... Aber dann kommt schon die. Genau, aber da musst du auch Schlagdistanz halten, aber du musst da nicht reinkommen. Aber ich sag mal so, Stuttgart wird ein interessanter Gradmesser. Wer wird besser dieses Jahr, Stuttgart oder Frankfurt? Ich glaube schon, dass Frankfurt selbst den Anspruch hat,
vor Stuttgart zu sein. Die haben vielleicht auch einen kleinen Vorsprung, dass die Mannschaft halt eingespielt ist, ne? Also die haben sich punktuell genau verstärkt. Das Problem, dass die einen kompletten Ausverkauf hatten von allen Leistungsträgern, haben sie nicht. Genau. Aber das wird so ein spannendes Duell sein, da muss man mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es ihnen zutraue, weil ich auch mir selbst noch abschließend kein Bild von Dino Topmöller gebildet habe. Aber da werden wir wirklich, glaube ich, schon nach den ersten 3 Saisonmonaten schlauer sein und sehen, wo die Reise grundsätzlich hingeht. Einen habe ich noch. Pippo. Grande Pippo. Ne? Der Meisterreporter. Genau, der Meisterreporter. Bei Bayer Leverkusen ist auch einiges los und wir hören erstmal in seine Sprachnachricht rein. Hallo André, ja, Bayer Leverkusen hat am Freitagmittag das Trainingslager in Donaueschingen beendet. Die Mannschaft flog dann von Stuttgart aus nach Lens. Am Samstag um 16 Uhr beginnt die englische Woche, wie Xabi Alonso sie genannt hat, mit dem Test beim französischen Erstligisten RC Lens, dann am Mittwoch beim FC Arsenal und abschließend dann im Rahmen der Saisoneröffnung in Leverkusen am kommenden Samstag das Testspiel gegen Betis Sevilla. Ja, und die große Frage ist, wie viele dieser Spiele wird Jonathan Tah bestreiten? Wird er überhaupt noch mal für Bayer Leverkusen auflaufen oder bleibt er am Ende doch? Denn klar ist, Bayern will Tah, Tah will zu den Bayern, aber Bayer möchte am liebsten Tah behalten und über 2025 hinaus verlängern. Das hat Fernando Caro, der Geschäftsführer von Bayern 04, gestern vor der Abreise aus Donaueschingen noch mal klargestellt. Wenn die Bayern ihn nicht verpflichten möchten, dann würden sie alles dafür tun. Dann wäre es ihr Wunsch, wenn Tah bei Bayer verlängert. Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil Tah seinen Wunsch klar hinterlegt hat, nach München zu gehen. Nun wird es daran liegen, ob der Rekordmeister wirklich nachbessert, bereit ist für einen Spieler, der ja nur noch ein Jahr Vertrag hat, richtig viel Kohle auszugeben. Die Leverkusener, die scheinen schon dazu bereit zu sein, ihre Transferstrategie zu ändern. Die sagt eigentlich, dass man, wenn ein Führungsspieler nur noch ein Jahr Vertrag hat, ihn verkaufen muss, verkaufen will, um am Ende den Spieler nicht ablösefrei gehen zu lassen. Der Poker, ja, der wird uns noch einige Tage beschäftigen, aber Fernando Caro hat auch durchblicken lassen, dass es nicht mehr ewig dauern wird, denn Bayer müsste ja nachbessern. Also ich kann mir vorstellen, dass bis zum Supercup am 17. August eine Entscheidung gefallen ist und die muss auch dann fallen, damit es für alle Seiten Klarheit gibt. Meine Meinung können wir da kurz machen, Flo. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man einen Spieler, der unbedingt weg möchte, der nur noch ein Jahr Vertrag hat und auch schon signalisiert hat, verlängern werde ich ja nicht, dass man den unbedingt behalten muss. Kann mir das schon vorstellen, bei vielen Clubs, aber nicht bei Clubs wie Leverkusen, die immer smarte Transferentscheidungen zuletzt getroffen haben. Von daher würde ich mich auch festlegen, da fällt sogar noch vor dem Supercup eine Entscheidung und der wird für Geld, mit dem beide Seiten gut leben können, zu Bayern gehen und da die Münchner Abwehr verstärken. Sind wir uns einig? Für heute Deckel drauf. Freunde, morgen keine Folge. Am Montag sind wir wieder da. Bis dann. Ciao, ciao. Deckel drauf. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja.